Tischtennis. Zweite Tischtennis-Bundesliga. Saison 2019-2020. Und das erste Heimspiel für den TV Hildboldstein in der Stadthalle in Hildboldstein. Im Bilde, kurz vor der Begrüßung seit Jahrzehnten, eine gefühlte Ewigkeit, der gute Geist, der Macher, der das Phänomen TV Hildboldstein Bundesliga erschaffen, kreiert und geleitet hat und jetzt seine letzte Runde managen will. Der Teammanager des TV Hildboldstein Tischtennis, Bernd Behringer, war eine Zeit lang Bürgermeister dieser wunderschönen Ortschaft, hätte ich beinahe gesagt, ein Städtchen Hildboldstein zwischen Nürnberg, Ingolstadt, München. Er wird uns die Teams vorstellen und er selbst will aber am Ende dieser Saison abtreten und dann wird man sehen, wie es hoffentlich sehr gut weitergeht. Denn wie ich ihn kenne, hat er Leute auf diese Aufgabe vorbereitet. Es ist kein leichtes Ding, eine Zweitligamannschaft durch die zweite Liga zu führen. Bernd Behringer, wie gesagt, ehemaliger Bürgermeister, seit langem Manager der Tischtennis Bundesligamannschaft. So ganz nebenbei war er auch mal Mäzen und Sponsor für fränkische Rockmusik von Ernst Schulz, von ihre Kinder und anderen. Also ein rühriger Arbeiter, Organisator und lenkt schon die Teams. Bester deutscher Spieler in der zweiten
Seiten 2339 TTR-Punkte. Tobias Hübner. Also Pokal, beide Spiele gewonnen. Im Nummer 2 der Rangliste steht ein moldawischer Nationalspieler, der ist ebenfalls 20 Jahre alt, hat 1:2 Bilanz im Pokal verloren gegen David Leipzig und hat 2313 TTR-Punkte. André Pucuzica. Nummer 4 ist das 19 Jahre alt, U23 Nationalspieler Tschechiens, als einziger noch ungeschlagen, vom Zettel 3:0 Siege bisher. Im Pokal hat er verloren gegen Francisco Sanchi, 2259 TDR-Punkte. Wir sind Martico. Yeah.
Schön, dass du gekommen bist, Adrian.